Oh ja, Gläubigen. Die Ehre der Existenz, die Ehre der Geschöpfe und sogar die Ehre des Schöpfers ist darin, dass man Verantwortung trägt. Die Verantwortung. Wer trägt die höchste Verantwortung? Wer hat die größte Verantwortung? Nehmt das alles auf. Wer hat in der Existenz die größte Verantwortung? Allah, Azza wa Jalla, er hat uns alle erschaffen. Und wenn er der Schöpfer ist, wenn er unser Schöpfer ist, und wenn er es ist, der uns erschaffen hat, trägt auch unsere Verantwortung. Genauso wie die Eltern die Verantwortung ihrer Kinder tragen. Sie haben ihre Kinder erzeugt und sie tragen ihre Verantwortung. Sie müssen sich um ihre Kinder kümmern. Denkt ihr, eine Mutter bringt das Kind zur Welt und schmeißt sie in die Mülltonne? Was wäre dann das für eine Mutter? Sie wäre keine Mutter. Sie wäre schlimmer als ein wildes Tier, weil sogar ein wildes Tier macht das nicht. Ein wildes Tier kümmert sich um ihr Säugling und Kind. So, was denkt ihr über unseren Schöpfer, dass er sich nicht um uns kümmert? Und ohne Zweifel sagt der Herr im letzten Testament, dem Heiligen Koran, Allah kümmert sich um alles Ding in der Existenz. Er ist der Versorger. Und er ist der Unterstützer und Beschützer. Alles, was er erschaffen hat. Und dazu gehören auch die nicht auf dem rechten Weg sind. Die glauben, dass die wären auf dem rechten Weg. Aber sie sind nicht auf dem rechten Weg. Auch sie werden von Allah beschützt und unterstützt und versorgt. Was für eine Verantwortung. Ohne dass der Herr mit uns sauer ist, dass er mit uns böse ist oder umgekehrt. Er ist sauer mit uns und böse mit uns, weil wir eben nicht auf dem rechten Weg sind. Weil wir nicht so sind, wie er uns sehen möchte. Weil wir ihm keine guten Diener sind und kein Ohr schenken. Und wenn wir Ohr schenken, dann kein Wille schenken. Kein Einsatz schenken. Obwohl wir gehört haben, es nicht getan haben. Was wir zu tun haben. Und ohne Zweifel, Allah ist der größte Verantwortungsträger. Er trägt die Verantwortung von dir, von mir, von alles Ding in der Existenz, vom Größten bis zum ganz Kleinsten. Weil er ist der Träger der Existenz. Und wenn er die Eigenschaft hat und die Ehre hat, der Träger zu sein und der Verantwortungsbewusster, denkt ihr, alles seine Geschöpfe
Sie sind ohne eine Verantwortung in die Existenz geschickt. Jedes Ding, jedes Atom hat eine Verantwortung und hat seine Verantwortung. Wenn ein Atom in der Existenz seine Verantwortung nicht nachkommen würde, würde weder dich geben, noch mich geben, noch etwas in der Existenz, was ein gutes Bild abgeben würde. Du würdest vielleicht doch dennoch in der Existenz sein, wegen der anderen Atome, die ihre Verantwortung nachgehen. Aber wenn dieser eine Atom seine Verantwortung nicht nachgeht, dann schielst du. Dann hast du nur ein Auge und keine zwei Auge. Dann hast du ein Ohr, keine zwei Ohren. Dann hast du ein Arm, keine zwei Arme. Dann hast du nur ein Bein, keine zwei Beine. Dann hast du halbes Verstand, kein vollkommenes Verstand. Und du siehst nicht schön aus. Weil das eine Atom seine Verantwortung nicht nachgegangen ist. Und wie denkt ihr, was denkt ihr, was ihr seid, oh ihr Menschen, oh ihr Schüler, des Weges der Wahrheit, des Gottes, der Verantwortung? Denkt ihr, ihr seid ohne eine Verantwortung? Und die, die mit Allah sind und Allah in seiner Arbeit unterstützen, sagt der Herr im Heiligen Koran, braucht er unsere Unterstützung? Er braucht unsere Unterstützung gar nicht. Auch wenn du versuchst, ihn zu unterstützen in seiner Arbeit, nur dadurch, Mann, weil er dich unterstützt dabei. Deshalb sagen wir Himmet. Wenn wir eine Arbeit für Allah anfangen, sagen wir Himmet und bitten um Himmet. Himmet ist himmlische Unterstützung. Himmet ist Unterstützung des Scheichs, des Stellvertreters. Du kannst keine Bewegung machen ohne himmlische Unterstützung. Also der unterstützt, ist der Herr, der unterstützt wird. Ist der Herr mit seiner eigenen Kraft wiederum. Er unterstützt sich selber mit seiner eigenen Kraft. Er unterstützt dich mit seiner Kraft. Und wenn du ihn unterstützen willst, hilft er dir, dass du ihn unterstützt mit seiner Kraft. Und wenn du nicht Allah zum Unterstützer machst, dann machst du Satan, den Shaitan, zu dein Ego zu deinem Unterstützer. Und dann machst du alles kaputt, was Allah so schön erschaffen hat. Seht euch die Welt an. Feuer. Was ist in euch, in eurer Welt, in eurer Herzen? Draußen da in dieser Welt ist Feuer. Und ihr habt nur eine Welt in euch drin. Was ist da? Paradies? Und dann wollt ihr ins Paradies? Wie schafft ihr das bloß? Ohne das Feuer im Herzen in eurer eigenen Welt gelöscht zu haben und Paradies gemacht zu haben. Wie schafft ihr das, ins Paradies zu kommen? Und wenn du die Hölle bist, lass die Welt und fang nicht auch dort ein Feuer an. Der Weg des Schülers, des Menschen, der Mensch ist ein Schüler, ob er will oder nicht. Und diese Welt ist eine Schule. Aber für Gläubige ist es eine. Für Schüler in eine spirituelle. Wie er seine. Sehr wichtig, lebenswichtig, wichtiger als dein eigenes Leben und Ego.
Der Mensch hat zwei Kräfte, die ihn versorgen. Das ist der von Rahman, das ist der von Shaitan. Satan. Und wer die Arbeit Gottes, wer die Arbeit des Propheten, wer die Arbeit des Schiffs kaputt macht, nur wegen sein elendes Ego, der wird ganz bestimmt nicht von dabei von Allah unterstützt. Er wird von Shaitan unterstützt. Und das nimmt euch die Ehre weg. Das gibt euch keine Ehre. Die Ehre liegt darin, seine Verantwortung im Namen Gottes, was er von Allah bekommen hat, zu tragen. Ernst zu nehmen, wichtig zu nehmen und niemals zu vergessen. Der Teig da, der vor dir steht, das ist der Teig des Scheichs. Und er will aus diesem Teig Pizza Funky machen, Pizza Margherita machen, Pizza Schönlein machen, Pizza schmackhaft machen. Du kannst nicht den Teig hier einfach in deine schmutzige Hände nehmen und in das Feuer werfen, dass du denkst dir, du würdest ihn auch reifen und schön machen, indem du belehren möchtest hier, den anderen. Hört auf damit. Solange der Scheich lebt, er kümmert sich um seinen Teig. Und Anstand und Charakter und Benehmen und Verhalten der Menschen, lasst ihr das schön sein. Und wenn ihr was tut, dann tut was Gutes. Wenn ihr was sagt, dann sagt was Gutes, was Schönes. Dass die Herzen sich öffnen zum Paradies und nicht in die Hölle. Möge Allah Gutes Verständnis geben. Amen. Amen.